Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest. Mit dabei bin ich, Neko, und... Ja, konnichiwa, Nelly an hier. Wir sind wieder im Malmorwald, den Weg an den Klippen. Ja, immer noch im Malmorwald. Wir haben unser letztes Mal, weil es geregnet hat und dunkel war, etwas verlaufen. Und, wir waren auch ein bisschen müde, bis es geht. Genau, und die Hütte des Holzhackers. Also ich denke mal, dass wir dahin müssen. Da kann man ohne Probleme hinlaufen. Ja, heute wieder frisch. Sie ist zur Hütte. Ihr seht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir eben das, sag ich mal, hier ist so eine Wetterkuh, die sagt das Wetter vorher. Und hier im Wald regnet es und das beeinflusst auch die Monster. Hier ist nämlich normalerweise kein Schleim, sag ich mal, der einen angreift. Aber wenn es regnet, wie ihr seht, hier ist hier dieser Schleim hier da. Der kommt aber nur, wenn es regnet. Also anscheinend werden die Monster vom Wetter beeinflusst. Immer Taktiken wieder. Ich hatte jetzt auf Befehle folgen, aber die sollen einfach umsichtig sein. So. Dann muss man nichts alleine machen oder selber machen. Und die zwei kämpfen ganz von alleine. Ja, wie ihr seht, haben wir auch ein bisschen wieder Vorarbeit geleistet, indem wir uns aufgelevelt haben. Das ist bei RPGs ja immer wichtig. Naja, wir haben nicht wirklich gelevelt, aber Eric ist halt nachgezogen, hat sich dem Level angepasst. Das war auch jetzt keine harte Arbeit. Das geht hier bei den Monstern ziemlich schnell. Vor allen Dingen, wenn man abends unterwegs ist. Na sowas, ein Lageplatz. Und zwar genau im richtigen Moment. Bis Kiesding ist es noch ein gutes Stück. Lass uns heute Nacht hier Rast machen. Kaum zu glauben, dass mit dem alten Dietrich, nicht nur, dass er den rechten Weg eingeschlagen hat, verheiratet, ein Laden im Nobelviertel, der hat sich zum Musterknaben gewandelt. Einfach so. Wir waren früher mal dicke Freunde, oder besser gesagt Komplizen. Wir sind durch die Welt gereist, immer auf der Suche nach Beute. Ach ja, das waren noch Zeiten. Oh, apropos, mir ist da gerade was eingefallen. Was wir damals erworben haben und was sich noch als nützlich erweisen könnte. Ja, mein Entschluss steht fest. Ich gebe dir das Ding. Du wirst begeistert sein. Wir waren es jedenfalls, als wir es in den Finger bekommen haben. Na, was er wohl... Oh, was ist das denn? Ich präsentiere die pfiffige Schmiede. Hier sieht sie aus. Hallo, ich synchronisiere hier gerade, ja? Lege ein paar Rohmaterialien drauf, bearbeite sie mit dem handlichen Hammer und fertig ist die neue Ausrüstung. So, Sammy, unsere Katze, findet anscheinend die Schmiede auch toll und sagt, moah, ja. Ja, wir begeistert. Ihr müsst wissen, wir sind immer auch hier nicht ganz alleine, haben immer auch fällige Begleitung. Genau, immer mit Katzen im Hintergrund. And I'm not just talking steel, ja, genau du, ja. Und damit meine ich nicht nur Stahlschwerter und dergleichen. Holzbumerangs, ein hübsches neues Wams. Mit diesem Ding kannst du alles Mögliche herstellen. Die schweißtreibende Arbeit an so einer heißen Schmiede war nie was für mich. Aber ich habe das Gefühl, dass du damit mehr anfangen kannst, als das bei mir jemals der Fall war. Na natürlich, jetzt müssen wir natürlich unsere Waffen herstellen. Und ja, wir haben ja auch schon reichlich Material gesammelt. Allerdings kannst du nicht einfach beliebigen Kram zusammenhämmern. Du brauchst schon eine Anleitung für das Ausrüstungsteil, das du herstellen willst. Hier, eine kleine Hilfe für den Anfang. Schlag zu, solange das Eisen noch heiß ist. Neko erhält ein Buch mit dem Titel Schlag auf Schlag, pfiffiges Schmiedehandbuch. Ja, ich glaube, wir müssen auch immer nach diesen Büchern suchen. Sieht so aus. Neko lernt, ein Bronzeschwert herzustellen. Neko lernt, eine göttlichen Dolch herzustellen. Anleitungen sind überall versteckt. Häufig liegen welche in der Schatztruhe und Bücherregalen. Halt die Augen offen, dann findest du bestimmt ein paar Prachtstücke. Ja, wir gucken ja immer gerne
was so versteckt ist. Hier hast du ein paar Materialien für die Anleitung, die ich dir gegeben habe. Vielleicht könntest du ja versuchen, dir eine Waffe zu schmieden oder sowas. Ja, dann machen wir das mal. Dann probieren wir das doch mal gleich aus an diesem lustigen Teil. Hier, die pfiffige Schmiede. Mit der pfiffigen Schmiede kannst du anhand von Anleitungen die verschiedensten Ausrüstungsteile herstellen. Die Anleitungen verraten dir, welche der auf deinen Abenteuer gesammelten Materialien du jeweils benötigst. Neue Anleitungen findest du in Schatztruhen und Bücherregalen. Ja, wie gesagt, die nötigen Materialien kannst du durch Siege über Monster erbeuten oder an Funkelflecken aufstöbern. Ja, diese glitzern dann, ne? Glitzern. Und nun frisch ans Werk. Versuche dein erstes Meisterwerk mit Hilfe der Anleitung zu fertigen, die Erik dir gerade gegeben hat. Ja, das machen wir. Diese Glitzerecken da oder Funkelflecken. So, machen wir mal eine Waffe. Versuchen wir, oder was machst du, Schwert oder das Messer? Wir haben ja beide. Ich gucke doch gerade und versuche zu sagen, dass wir die ganze Zeit schon die Funkelflecken gefarmt haben, ja? Ein bescheidenes, ganz gewöhnliche Waffe, ja, den Bronzeschwert. Man braucht also Kupfererz, Erz und Feuerstein, das haben wir alles schon schön gesammelt. Dann stellen wir uns das her. Kein Problem hier, rein in den Pott. Und was ist da? Kleines 1x1 für pfiffige Schmiede. Gegenstände zu schmieden könnte nicht einfacher sein. Wähle einfach Schmieden, um deine Materialien in die richtige Form zu bringen und fertigstellen, wenn du den Vorgang abschließen möchtest. Bearbeite die einzelnen Abschnitte des Gegenstandes mit deinem handlichen Hammer und fülle so die blauen Balken daneben auf. Versuche dafür zu sorgen, dass sich die Enden aller Balken im grünen Bereich befinden. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du in den Reisetipps. Tja, dann mit Temperatur da ist, dann schmieden wir mal. Ja, aber die fällt mit normaler Stärke, weil eine Schmiedefähigkeit. Also, den Gegner, den du gerade gefällt, genau an. Fertigstellen, wa? Sieht ja doch nicht so einfach aus, wie er gemeint hat. Ich wollte gerade sagen, der hat ja gesagt, das ist Schweißtreiben. Dann haben wir mal drauf. Ich glaube, bis zum Grünen jetzt. Und okay. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich denke mal, da an der grünen Stelle, das ist natürlich dann ein bisschen zu wenig gewesen. Ja, aber woher soll ich denn wissen, was man da machen muss? Ich versuche es doch nur. Du musst drücken, wenn er dann an dem einen aufleuchtet. Nein, man drückt einfach drauf und der macht das von alleine. Guck. Ah, okay. Das ist die Frage, soll man nochmal draufhauen? Ja, würde ich sagen. Linksschlag, blitzschneller Schlag. Ein Feld. Ah, das reicht. So, ja, okay. Dann schmieden. Dann machen wir das untere. Ich würde mal sagen, das ist fertig, oder? Da hauen wir nicht noch mehr rein. Ich meine, das eine leuchtet dann so auf, die anderen... Ja, weil das eine genau auf dem Punkt ist und die anderen sind nicht genau auf dem Punkt. Ja. Aber das ist ja voll schwer. Also das machen ist mir jetzt fertig, zu variabel. Ja. Sollte schon halbwegs schwertig rauskommen. Ich meine, einmal perfekt und dann zweimal in diesem grünen Bereich, da wird schon was okay. Ich denke mal... Ah, perfekt. Er freut sich. Okay, wir sind mal wieder zu pingelig. Ein Bronze plus 3. Ich meine, es wird alles irgendwie per Anleitung auf diesen goldenen Punkt da kommen. Dann haben wir jetzt plus 3. Aber wir haben es ja nicht, wir müssen ja in den grünen Bereich kommen, ja. Na, und 2 Perfektionierungsperlen sogar. Okay, für jedes erfolgegeschmiedete Stück Ausrüstung erhältst du Perfektionistenperlen, die es dir erlauben, den Gegenstand umzuarbeiten, um ihn weiter zu verbessern. Das Beste daran, du musst dir nicht den Kopf zerbrechen, dass dein hart erarbeitetes Werk ruiniert werden könnte. Selbst wenn die Umarbeitung misslingt, verlierst du den bisherigen Gegenstand nicht. Falls du aber Erfolg hast, wirst du mit einem ganz besonderen Stück belohnt. Okay. Ja, schlechter kann es nicht werden, nur besser ist es. Ja, wir waren doch gut, wir waren doch gar nicht schlecht. Also nee, bitte. Wir haben ja auch 2 Perlen gekriegt. Was denn noch? Ein Mal Messer. Gucken, wie es bei euch läuft. Jetzt ist ja der göttliche Dolch, der ist ja jetzt für Erik dann. Ja, aber der Erik hat momentan einen Bumerang, naja, blöd, egal. Ja, machen wir einfach mal auch. Wir haben ja auch da genügend Materialien. Oder wir haben die Materialien, die man dafür benötigt, schon gesammelt, zum Glück. So, was so macht man diesmal denn hat man 2. Mach mal Finesse und den Zwillingsschlag. Mach am Anfang mal Zwilling, ja. Yeah. Und dann nochmal. Aber dann schmiede ich hier einmal. Okay, das ist jetzt perfekt geworden. Und dann einmal hier.
Okay. Oh Gott, yeah. Jetzt wisst ihr, wie man das aufnimmt. Ich denke mal, das wird bei jedem irgendwie sein, aber das haben wir jetzt perfekt hingekriegt. Ja, man braucht ja die Kastenkombination. Ja, man muss halt wissen, was und man muss probieren. Benutzt. Probieren. Geht diesmal über Studieren vielleicht. Ja, da müsste Eric ja einen tollen Deutsch bekommen jetzt eigentlich. Ja, der muss sehr, sehr gut hier sein. Ja, auch nur auch plus 3, also keine Ahnung. Okay, das andere scheint ja auch erreicht zu sein. Oder so. Dann schmieden wir mal eine Rüstung. Die Waffen hatten wir ja jetzt alle. Einmal Kleidung. Okay, das ist jetzt ein großer Schwierigkeitsgrad im Gegensatz zu den Winden. Und wir können also, sie jetzt nicht. Ich meine, das ist ja klar, die würde uns 125 von der Abwehr machen, die wir nur 36 haben. Also Kraftkonzentrat und Schimmerseide müssen wir anscheinend noch finden. Ja. Also, Das dauert jetzt anscheinend schon noch, bis wir die erste Kleidung machen können. Ja, auch genauso. Ja. Okay. Verändert ja auch unser Aussehen. Man kann sogar Gegenstände umbearbeiten. Das ist bestimmt die Sachen, die man schon hat. Je nachdem. Da sieht man auch immer die Schwierigkeit dabei, hier unten. Das ist ja alles noch einfach, ja, außer wir sind hier die Goldkette. Ja, ich weiß nicht, ob wir das mal mit irgendwas hier versuchen sollen. Immer den schrottigen Bumerang. Das haben ja beides zweimal sogar. Ach nee, benötigte Perlen zwei. Ach, das sind die Perlen, die wollen. Also wir arbeiten jetzt erstmal nicht so. Man kann ja anscheinend plus so und so die Gegenstände herstellen. Ja. Gut gemacht. Du bist wohl ein Naturtalent. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Es geht schließlich um eine hochkomplexe Handwerkskunst. Ach übrigens, kannst du die pfiffige Schmiede jederzeit rausholen, wenn wir uns an einem Lagerplatz ausruhen. Wenn du also neue Ausrüstung herstellen willst, halte Ausschau nach einem Lagerfeuer. Wenn ihr euch wundert, was das gerade war, Lady Anne, musst du niesen. Ja, sorry. Na gut. Ich hab's versucht zu unterdrücken, aber hier kommt ja alles raus. Hier hört sich halt einfach nur lustig an. Na gut, für heute sollten wir es gut sein lassen. Es war ein langer Tag. Ruhen wir uns aus, solange es geht. Dann ruhen wir uns doch mal aus. Auf, Champion! Die Sonne steht schon hoch am Himmel. Zeit, dass wir uns nach Kieslingen aufmachen. Boss am Boss. Für die Herstellung einer Ausrüstungsteil ist Qualitätsstufe plus 3 mit der pfiffigen Schmiede. Boss am Amboss haben wir jetzt. Speichern wir doch mal direkt, dass wir das so schön hinbekommen haben. Beziehungsweise beichten wir. Ja, wir beichten. Wir möchten fortsetzen. Dann schauen wir doch mal, hier ist ein Hund mit Fässern hier. Wir machen natürlich immer direkt alle Fässer. Okay, guck, kriegen wir schon direkt Kupfer, wieder Erz und Feuerstein und frisches Wasser. Ja, es ist ja klar, die wollen ja, dass man die Schmiede ausprobieren kann. Und hier ist auch eine Schatzkiste noch drin. Mal gucken, ob sie und ein Buch im Schrankenboot ist. Hier findet Anleitungsbuch mit dem Titel Schuppenküche. Okay, mal wirf einen Blick hinein. Schuppenschild und Schuppenpanzer haben wir jetzt hier so gefunden. Cool. Was haben wir im Buch? Können wir doch mal nochmal Ausrüstung schauen. Unzählige Jahre haben ihren Tribut gefordert und von diesem alten Folianten nicht mehr als einen verblassten Deckel übrig gelassen, der einige zerfetzte Stücke Papier und Pferden zusammenhält. Ja, also der vom Buch war nichts, aber die Schatztruhe hat uns ja super. Genau, da können wir gleich nochmal direkt einen neuen Matt gucken. Kupfererz. Okay, das war doch schon mal eine erfolgreiche Ausbeute hier im Haus. Ich wollte gerade sagen, hier steht der hier. Wie? Das habe ich aber Nee, Schmiede ist weg. Wo kommt man zu der Schmiede? Ich wollte gerade sagen, wie benutzt man denn jetzt die Schmiede? Ab euch im Weißen. Hier auf jeden Fall nicht. Am Lager vielleicht.
Nein. Verschiedenes. Bei Reisetipps hatten sie irgendwas eben gesagt. Haben wir wieder. Ah, da, guck ganz unten. Da ist ja dann der Schmiede. Wie man die benutzt. Kannst du alle möglichen Ausstellungsstücke anfertigen oder verbessern? Du benötigst so eine Anleitung. Ja, aber wo, wie rufe ich die denn auf? Ja. Dein Sohn, das war die andere, das haben wir gemacht. Nee, ohne Oma. Das hat aber keiner erklärt. Wir haben nur gesagt, die pfiffige Schmiede. Kann man mit dem Eric nochmal plaudern? Ja, und er packt die wieder aus. Ja, Eric packt die Schmiede aus. Genau. Das lohnt sich, also jedes Bücherregal. Ja, aber es hat jetzt echt ja keiner gesagt, wie er. Nee, es gibt also die pfiffige Schmiede, der Eric hat die ausgepackt, da hast du die, aber wie ich die aufrufe. So pfiffig sind wir jetzt nicht, um die Schmiede zu finden. Nicht pfiffig genug zum Benutzen der pfiffigen Schmiede. Oh Mann. Nee, also hier ist. Was ist mit Ausrüstung, dass man über die Gegenstände rauskommt? Nee. Attribute ist ja auch. Gegenstände, wichtiger Gegenstand. Ah, da, pfiffige Schmiede. Ah, das hat ja keiner erklärt, wie ich da dran komme. Die müssen ja sagen, über die Gegenstände kannst du die pfiffige Schmiede benutzen. Ja, aber über die wichtigen Gegenstände. So, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Nee, aber ich kann die trotzdem nicht benutzen. Doch, benutzen. Was nein! Neko starrt die pfiffige Schmiede an, welche wundersamen Gegenstände er wohl auf ihren festen und unnachgiebigen Amboss fertigen könnte. Ah, dann also, denk ihr einfach mal wieder auf. Nach Typ, oh, keine Ahnung. Vielleicht muss ich die doch am Lager oder so. Nee, das hast du auch gerade gemacht. Oder Gegenstände doch? Schmieden, ja? Sorry. Ja! Yeah. Ich hab da nur angesprochen, da stand ja, möchtest du übernachten, ja? Da stand du jetzt nicht zur Auswahl. Okay, am Lager schmieden, ja, okay. Ja, dann gehen wir auf Rüstung. Wir haben ja. Also am Lager ein benutzt Schild man die pfiffige wir auf Schmiede. Jeden Fall und ein Rüstungsstück, ne? Ja, das konnte man ja vorher auch nicht auswählen. Schuppenschild. Da haben wir zum Glück genug. Ja, schön. Kupfererz also und kleine Schuppe haben wir auch. Also rein. Wir haben fleißig gesammelt. So können wir bisher die leichten Gegenstände zum Glück. Oh, oh, das ist ja zwei ganz Seiten. Das sieht gar nicht so einfach aus. Können wir auch einmal mit Zwillingen? Sieh dir den Gegenstand, den du gerade fertigst, genauer an. Null. Wenn er jetzt aufhört, wäre das Endprodukt vermutlich nicht besonders. Ja, ach, sag bloß! jetzt hab ich nochmal drauf gedrückt. Geh einfach auf Finesse jetzt und mach mal hier. Ich mach wieder mal Schmieden. Blitz, bearbeite ein Feld erstmal mit halber Schmiede. Einen Schwindingschlag, würde ich mal sagen. Genau. Einmal hier, klopp. Und dann die andere Seite auch. Aber dann machen wir jetzt nochmal mit halber Stärke. Okay. Da sind wir fast drüber. Ja. Ja. So, aber wir sind im grünen Bereich und. Okay, ist die andere Seite. Ein sind auch bei Temperaturangaben auch dabei. Ja, aber ich mache jetzt hier, dann habe ich hier einmal mit Schmiedendrop. Ja. Okay, das eine wäre vielleicht auch mit Schmieden dann besser gewesen als. Ich weiß es nicht, wir haben es hingekriegt. Ich glaube, das reicht aus. So kompliziert ist es jetzt auch nicht. Einmal perfekt draufgehauen, einmal fast drüber. So, ich habe mir ein Schild gemacht. Das sollte ausreichen. Gelungen, okay, perfekt. Oh nein, das war nicht perfekt. Ja, aber das eine war ja fast drüber, dann haben wir halt nur plus zwei. Naja, naja. Wir können ja gerade die Perlen benutzen. Naja, machen wir mal weiter. Wir haben ja noch Umarbeiten. Das probieren wir doch gleich mal aus. Perle, was willst du denn? Ist das neue Schild oder wie? Ja. Ich will aber direkt auch drei Perlen. Naja, mach wie du willst. Ach egal, dann lassen wir das. Der Zypressenstock wäre mal eine. Das sind auch die, die man nicht so was benutzen, wie denn das sollte. Ich habe ein Schwert und der Eric hat einen Bumerang, ja. Deswegen, obwohl der jetzt ein Messer bekommen hat. Er macht die Rüstung. Ist auch nur für mich. Die kannst du ja. Kleine Schuppe. Das kriegen wir gerade so zum Glück hin. Wir haben zum Glück genug kleine Schuppen. Schuppen. Kann man gerade so ausreichen. So, jetzt strengen wir uns an, dass die Linie auch hier perfekt wird. Ja, wir analysieren das mal. Also das eine ist lang, das andere ist kurz. Ich würde die alle einzeln diesmal machen, ne? Also ich und dann hier das einmal schnell, einzeln, genau. Zweimal, finde ich, das sieht doch gut aus. Ja, genau. So, und das da einmal.
Ja, und dann einmal Finesse hier klein. Ich muss ja in diesen Bereich kommen. Ja. So. Und dann beim unteren, beim rechten genauso wie ja, oben. Ja, hier genauso. Da hier auch, links auch, oder? Es kommt ja auch ein bisschen auf diese Temperatur anscheinend an, denke ich mal. Okay, das ist jetzt nicht. Was ist das denn hier? Die Temperatur nimmt ab, ja, je öfter man schlägt, ne? Ja, ist aber, ja normal. Also man kann nicht so seitig dann... Oh, was machst du? Was kriegst du denn für Panik? Ich wollte gucken, ob man links und rechts hauen kann. Das kann man anscheinend nicht. Man kann immer nur die zwei Felder übereinander oder untereinander. Okay. Das darfst du nur aus da oben wieder rein. Ja, die kriegt schon Panik, dass ich das Stück hier verhunze. Panik nicht, aber Dicko kloppt immer gerne drauf. Ja, so schlimm auch nicht. Also ich würde sagen, das haben wir ganz gut hingekriegt. Zweimal fast perfekt. Was ist denn, machen wir schon fertig oder hauen wir noch drauf? Ich mach das fertig, sonst geht's drüber. Ja. Ja, also es ist, es ist noch im grünen Bereich. Ich sage, es reicht. Okay. Das andere ist im grünen Bereich und ich merke gar nicht, dass es drüber geht. Ich kriege vielleicht wieder plus zwei. Nee, oh, es doch, ist sogar perfekt. Sogar. Okay. Dann seht ihr auch lieber vorher ein bisschen. Plus drei. Hauptsache im grünen Bereich. Weil eben war es ja drüber, dann war es ja schon plus zwei nur noch. So, das haben wir doch gut. Und dann können wir das vielleicht dann mit einer Perle aufbessern, dann drück, wenn du willst. Also kann man das dann plus drei machen? Das war ja nur das Schild, was man dann noch aufbessern musste, ja. Du kannst die anderen Konten machen. Aber das ist ja umarbeiten. Ich will das jetzt nicht umarbeiten. Ich ziehe das jetzt einfach, lenk mich nicht ab. Ich ziehe das jetzt einfach an. So, das okay. Reicht mir. Ich bin ja schon glücklich, dass wir die Teile so gut hingekriegt haben. Was haben wir denn hier Neues gemacht? Das Bronzeschwert. Das macht uns ja um einiges besser, wie man sieht. Ein Schild, das ist neu. Unser Schuppenschild. Reden. Sieht verändert das auch direkt unser Aussehen. Wir hatten keinen. Wir haben ja noch diese Rüstung gekloppt hier. Ja, und das ist ja auch einiges, was das. Das macht schon einiges aus, würde ich sagen. Ja. Der Eric hatte ja diese Waffe gekriegt. Ja. Und der auch, der göttliche Dolch ist jetzt wieder. Aber der hat einen Bumerang. Mach was dir lieber ist halt, ne? Für untote Feinde. Also wenn gleich Untote kommen, kriegt er den aber vorher nicht. Er kriegt auch keinen besseren Hut. Und hier. Achso, nee, das war ja eh nicht für den. Das Gewand konnte der nicht anziehen. So. Gut. Okay, alles angezogen. Ich speichere mir jetzt nochmal. Ja, genau. Ich speichere immer gerne. Nicht, dass nachher irgendwas kommt und unsere super Leistung hier nicht gewertet wird. Oh, ich habe auf Nein gedrückt bei Fortsetzen. Oh Gott. Ich bin auch noch am Schlafen hier. Ah. Okay, so, okay. Jetzt müssen wir leider nochmal neu Abenteuer fortsetzen. Na. Ich sag ja, Nico, drück gerne. Oh Mann, ja. Das hätte ja auch das eine, aber ich war da ein bisschen zu hektisch und habe irgendwie auf Nein gedrückt. Aber jetzt seht ihr auch, dass immer. Wenn man das Spiel neu startet, nochmal eine Zusammenfassung kommt von dem, was man gemacht hat. So. So, und dann genau. Juhu, wir gehen wir jetzt mal weiter. Aber irgendwie ist es schon abends geworden. Das Schmieden hat den ganzen Tag gedauert. Klar, ist ja auch. Oh, hier ist eine kaputte Brücke. Ja, die Brücke ist kaputt. Mist, irgendjemand hat die Brücke zerstört und wie kommen wir jetzt rüber? Ich schätze, wir müssen wohl oder übel einen anderen Weg finden. Sehen wir uns mal um. Ja, ich habe schon gesehen, ja schon da leuchtet so ein Punkt. Hinten, ja, deswegen so wollte ich da extra nicht direkt hin. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, wieso? Wir gucken hier erstmal alles Ecke noch ab. Vielleicht hat sich hier noch hinten was versteckt. Aber anscheinend nicht. Hallo, Baubau. Der schnüffelt uns ab. Anscheinend stinken wir jetzt. Oh nein. Aber anscheinend macht er nichts. Der macht nichts und schnüffelt nur an uns, okay.
viele Hunde in dem Game anscheinend. Ja, Katzen gab es ja auch schon. Also es ist auch viel mit Tieren. Ja, okay, auch Pflanze. Der verfolgt uns, ja, hallo. Er will mitkommen. Was das hier ist. Das Mantel von Nico leuchtet, scheint auf die eigenartig geformte Pflanze zu reagieren. Deine Hand nach ihr ausstrecken. Ja, natürlich. Aber man sieht das, sind auch Schriftzeichen drauf. Okay. Hau, 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 das Holz, ich hau, zack, ein Tag aus und so durch, ich hau die Bullen in zwei. Oh, lustig ist das Holzfällerleben. Okay, anscheinend sehen wir eine alte Nahrung. Oh, was um alles in der Welt? Ich hab die Brücke noch gestern erst repariert und jetzt hat irgend so ein Fies, den ich schon wieder zertrümmert. Wenn ich herausfinde, wer dahinter steckt, dann werde ich... Tada! Hast du gerufen, Lausebengel, zu deinen Diensten? Ja! Es war eine lustige Plackerei, diese doofe Brücke kaputt zu hauen. Ich werde nicht zulassen, dass du sie wieder reparierst. Hier, eine Kostprobe meines furchtbaren fiesen Gestaltwanderstrahls. Juhu! Ah! Ah! Okay. Achso, der ist der Hund. Uff. Was bin ich nur für ein Lausebengel? Eben warst du noch ein dummer alter Holzfäller und jetzt bist du ein muffeliger alter Hund. Ich bin ein richtiges Genie. Welchen Unfug soll ich als nächstes anstellen? So viel Chaos zu stiften, so wenig Zeit. Der arme Holzfäller. Oh, eine Truhe zeigt hier unten schon. Ist doch die leere Truhe, oder? Die letztes Mal leere? Oh, ja. Eine leere Schatztruhe! Ich glaube, mir ist gerade die Idee zu meinem bisher besten Lausebengelstreich gekommen. Mhm. Aber die war eben doch auch leer. Ist das eine Rückblende? Das, naja, ist eine Rückblende, ja. Was zum Geier war das eben? Du hast diese Pflanze berührt und dann hatte ich diese verrückte Vision. Soll ich tatsächlich glauben, dass der Köter hier ein Wart der Holzfäller ist? Wenn man mit dir unterwegs ist, kommt keine Langeweile auf. Mit jedem Tag, der vergeht, bin ich froher darüber, dass ich dich aus dem Gefängnis befreit habe. Ich kann nur eins mit Sicherheit sagen, wir werden erst aus diesem Wald rauskommen, wenn diese Brücke repariert ist. Und wenn es stimmt, was wir eben gesehen haben, ist unser Wauwau hier der Einzige, der sie reparieren kann. Warum suchen wir nicht diese Truhe und unterhalten uns mit unserem spitzbübischen Freund? Gehen wir denselben Weg zurück. Vielleicht haben wir sie ja nur übersehen. Nein, wir haben sie schon aufgemacht und es war nichts drin. Naja, jetzt haben wir die Frequenz angeguckt. Mal schauen, was ich jetzt, ob ein laues Bub jetzt diesmal rauskommt. Ich habe bestimmt gesehen, dass wir kommen. Mal gucken, ob ihr... Nee, das... Hätte ja sein können, dass das wieder restored, aber anscheinend nicht. Speicher trotzdem, ohne das Spiel zu beenden. Meine Mäder, ihr seht hier, wie Nico mag es, aber die Beichte abzulegen. Sicher, sicher, ja, immer zum Gott sprechen. Ja, nicht, dass da der böse Schelm hier kommt und wir... Ach, man weiß nie, was passiert, man speichert lieber immer Stromausfall. Böse Monster, die einen mit einem Schlag töten. Ach ja, wir hatten schon alles. Okay, diese Wolken kommen auch nur nachts. Und die schaut mich rechts angelegen. Ich meine, das war hier hoch. Ah, okay, ja stimmt. Da ist auch wieder. Wie soll es denn sein? Ein Ausrufezeichen. An der Wetterkuh vorbei. Ah ja, ist korrekt markiert für uns. Ist ja super. Hier kommen meine nächsten Opfer. Tada! Ich stelle vor den einmaligen Lausebengel. Hallo. Hey,
Hey, mein Lausebänge-Streich sollte euch eigentlich erschrecken. Tut er nicht? Na gut, Zeit für Plan B. Nimm das! Seriously? Echt jetzt? Ich will da nur anders erschrecken, nämlich wie schwach du bist. Was hast du da eben du Satansbraten? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich werde es dir zeigen. Mein nächsten Streich besteht darin, dass ich dich zu Brei schlage. Genau, so bin ich. Genau, so bin ich. Will uns zu Brei schlagen. Platt mit unseren neu geschmiedeten. So, dann gehen wir mal aufs Ganze hier. Gnadenlos sein und ab. Bong. Flammenhieb. Okay, das hat ihn nicht direkt erledigt. Steiniger Springbrunnen. Ja, mit Knister. Ich meine, er setzt ja selber Feuer ein. Das löst bei uns direkt hier unsere Superkräfte aus. Und wir machen natürlich direkt einen verbindeten Koop-Modus, den wir neu gelernt haben. Feuer und Erdresistenz. Ja. Oh, schön. Blitz kann er auch noch. Ja, trotzdem kriegt er noch 30 ab mit dem Flammen. Ja. Okay, hat sich locker gehalten, aber gut, wir waren stärker. Wurde besiegt. 102, ach, der hat ein bisschen abgedrückt, okay. Das kann nicht sein! Diesmal bin ich der Angeschmierte. Wie man sieht, lohnt es sich, verbessert zu haben. Hey, zwei. Sieh mal, es ist unser Freund, das Hündchen. Jetzt nicht mehr. Dank euch bin ich wieder Gott, der Alte. Ich bin übrigens Higgins, der Holzfäller. Und ich stehe tief in eurer Schuld, als ich in Worten ausdrücken könnte. Wie kann ich das je wettmachen? Lustig, dass ihr fragt. Wir hatten gehofft, dass eine gute Seele die Brücke reparieren würde, die das Monster zertrümmert hat. Das tue ich doch gern. Warum macht ihr es euch nicht so lange in meiner Hütte gemütlich? Ich werde die Brücke im Handumdrehen repariert haben. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Verbindlichsten Dank. Super, wenn man die Leute für sich arbeiten lassen kann. Ja. Tut mir leid, dass ich euch so lange habe warten lassen, aber es freut mich, euch mitteilen zu können, dass die Brücke repariert ist. Sie ist sogar robuster denn je zuvor. Ja, hat er gut gemacht, wir kommen rüber. Ja, gut und sehr schnell, ne? Ihr vergeudet keine Zeit, was? Danke, damit habt ihr uns wirklich sehr geholfen. Also, mein Junge, was diese Vision angeht, die ihr hattet, als ihr diese leuchtende Pflanze berührt habt, die Vision, in der ich in einen Hund verwandelt wurde. Je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir. Bei dem, was ich ihr da erlebt habt, kann es sich nur um Jagdrasils Weisung handeln. Sagt ihr das irgendwas? Mein guter alter Opa hat mir davon erzählt, als ich klein war. Yggdrasil ist natürlich der riesige, schwebende Baum im Zentrum unserer Welt. Die Quelle allen Lebens. Wenn man den Legenden Glauben schenken darf, steht jedes seiner Blätter ein Leben da. Und seine Macht hält in unser Reich Frieden und Harmonie aufrecht. Vielleicht eine Wurzel von ihm. Die leuchtende Pflanze, die ihr im Wald gefunden habt, ist in Wirklichkeit ein Teil Yggdrasils. Ein Wurzelstück, das aus der Erde ragt. Es heißt, der Weltenbaum könne mit Hilfe seiner Wurzeln kommunizieren, aber nur mit bestimmten, ganz besonderen Menschen. Das hat mein Opa mit Yggdrasils Weisung gemeint, nämlich eben solche Visionen, wie ihr sie hattet. Jetzt fällt es mir wieder ein, als ich klein war, habe ich Stunden damit verbracht, mit diesem dummen Ding zu reden. Aber ist dir was passiert? Pustekuchen. Aber ihr, junger Mann, ihr seid anders. Ihr seid was Besonderes. Einer von denen, die der Weltenbaum auserwählt hat.
Und tolles Haar habt ihr auch noch. Das Leben ist eben nicht fair. Du bist also nicht nur der Lichtbringer, sondern auch der Lieblingsblättchen, was? Manche haben das Glück eben für sich gepachtet. Tja, wir können hier nicht ewig herumstehen und darüber reden, wie toll du bist. Komm schon. Na, haben wir wieder was dazugelernt. Gibt da jetzt Weisung. Na, dafür, dass du zu einer starken Vision die Kraft des Lichtbringers Trophäe erhalten. Ja, wir sind einer der Favoriten des Weltenbaums. Schön. Ja, aber wenn man ins Profil geht, dann sieht man, dass Eric mehr Charme hat als wir. Also nicht so charming wie die Wir kommen ja noch erst auf dem Dorf. Ja, und er ist ein Stadtkind. Ja. Er ist ein Dieb mit einer Stachelhaarfrisur und wir haben nur platte Haare, ja. Man sieht unsere Coolness nicht gerecht. Guck, wo kann man das gucken? Attribute, glaube ich, hier. Charme 28 und Charme 42. Also, okay, da schwingt mir noch ein bisschen ab. Das sehe ich nur mal so. Ah, der Hagrid hat uns schon gut gefunden. Na, wenn du irgendwann mal nicht weißt, wohin du als nächstes gehst, dann ist es eine gute Idee, eine der Wurzeln des Weltbaums ausfindig zu machen. Es ist gut möglich, dass du so Hinweise darauf erhältst, was du zu tun hast. Schließlich bist du jemand ganz Besonderes. Du bist von Yggdrasil aus ein Menschenkind. Dieses volle Haar, das Leben ist einfach nicht gerecht. Ja, wie man sieht, ist der Hagrid ein bisschen an seiner... Ja, aber der hat ja keine Glatze, deswegen... Eigentlich nicht, aber... Doch, selber voller Haare, wenn er jetzt eine Glatze hätte, ja. Naja, da steht einer... Auf der Karte ist ja nichts. Ich guck nur gerade plaudern, vielleicht sagt der Eric ja irgendwas. Wir gehen jetzt weiter über die Brücke. Die Mädchen, die so Monsters haben uns ganz schön in Verzug gebracht. Jetzt heißt die Beine in die Hand nehmen. Schließlich wollen wir ja auch noch dein Heimatdorf einen Besuch abstatten, bevor wir zum Königstempel gehen. Stimmt's? Komm schon, machen wir uns auf die Socken. Ich dachte, es ist immer ganz nützlich, mit denen auch nochmal zu reden. No. Ja, und nebenan ist auch ein kleiner Wichtel oder so. Das ist, glaube ich, so ein Händler, der stand ja auch vor. Wie bist du denn hier rübergekommen schon, ja? Die gehen doch immer weiter, ja, Jesus. Danke nochmal, wenn ihr nicht gewesen hättet, wäre ich niemals hierher gekommen, also. Na, das ist ja auch immer die Händler, die wir kommen. Wir können jetzt schmieden, ja? Wir brauchen dich nicht, wir haben uns super Gegenstände geschmiedet. Okay. Ja, guck, hier kann man auch hier frisches Wasser und kaufen. Diese Schuppen kann man bei ihm auch kaufen. Das heißt, entweder hat man Geld oder ist sonst emsig hier. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter, wir haben hier im Moment alles. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt was brauchen. Nee, wir brauchen, glaube ich, nichts. Wetterkuh ist auch beides wieder. Ist wieder in zwei Richtungen. Ja, führt geht beides aber. Das Umland von Heliodor. Ja, man weiß ja nie, was man hier. Das ist wieder eine Wetterkuh. Ja. Mal sehen, auf welches Wetter wir uns freuen können. Auch wenn wir hier morgen den ganzen Tag über einen klaren Himmel haben. Aber wie das Wetter übermorgen wird, darüber kann ich leider nur spekulieren. Das würde sehr, sehr gut anscheinend haben, diese Sachen wieder bei einem siebten Sinn fürs Wetter. Ja, wie wir gesagt haben, Wetter gut. Okay, es sind auch neue einige Monster. So komische Zauberhüte. Die schauen wir uns doch gleich mal an. Oh, das sind Zauberhüte mit Schweinen drin. Das ist aber irgendwie süß. So, wir gehen mal wieder nicht auf Gnadenlos, sondern dass wir umsichtig sind. Wir sind umsichtig, aber fackeln die Schweine direkt ab. So. Okay. Stempenschweine. Ja, die sind hier wohl einige. Und auch ein irgendwie Teufel. Gerade einen ruhigen Moment oder so. Ja, diese Teufel waren auch schon im Wald, aber die sind tagsüber nur da. Ja. Ich geh mal auf die Karte gucken. Das weiß der Händler. Kartenmenü. Vielleicht ist hier ein Funkel, ja, da unten ist ein Funkelfältchen. Habt ihr auch gesehen, wie man sich das anzeigen lassen kann? Und ihr seht ja auch, was wir wo finden können. Okay. Also sind drei. Und da ist Fragezeichen. Und deswegen gehen wir erstmal da unten hin. Folgen wir hier mal der Karte, weil wer weiß, was hier noch für eine Truhe ist oder so.
immer mit jedem. Hier ist eine Sackgasse anscheinend erstmal. Können sich ja überall Truhen verstecken. Da sind ja nachher noch neue Bücher oder so für uns drin. Weiß man ja nicht. Na, wie bei allen RPGs heißt ja immer, dass man viele Gegenstände und Sachen sucht. Hier sind auch diese Laternen. Die waren ja vorher nur im Dunkeln da. Ja. Also, wo war denn jetzt dieser Platz? Da müsste da unten jetzt gleich sein, ja. Noch ein bisschen weiter runter, würde ich sagen. Guck da. Uns muss ja gleich Ecke kommen. Da ist er am Baum. Baum anscheinend. Okay, wieder Brombeeren oder. Nee, das ist ja was Neues. Brombeeren haben wir ja schon gehabt. Butterfedern. Ein Zweig und. Doch, Brombeeren. Der knutscht hier den einen da heimlich. Ich glaube, das ist eine andere Laterne, oder? Ich schlag die jetzt trotzdem mal. Ja, ja, guck mal, die ist so andere, rötlich, ja. Und der Pilze. Das ist ein Lauflampling. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die anderen hießen. Das ist eingeschlafen. Natürlich nicht so schön, aber Erik hat die Arbeit, die sie mit seinem Bumerang alleine gemacht. Da ist natürlich der Bumerang nützlich, der mehrere Gegner. Ja, deswegen, weil hier kann öfters mehrere kommen, hatte ich ihm jetzt den Bumerang gegeben und dachte, das ist ja nicht verkehrt. Auch wenn er Messer als Hauptwaffe erstmal bekommen hat, dann gehen wir jetzt mal hierher. Da war doch noch so ein Farming-Spot. Ja, das sind zwei Stück, waren dann noch so eine. Ja, guck, eine da oben. Einer ist direkt links und der andere müsste direkt am Ende sein. Ich hier da ist er links noch mehr, du bist ja schon vorbei. Noch mehr links, ja. Da, da, ich habe ihn schon gar nicht gesehen. Jetzt nimmt man einen Zweig. Ganz hinten durch hier an der Ecke müsste ja auch noch einer sein. Nur im Durchgang dann darüber, ja, da ist es schon, da sieht man ein Skelett. Nee, aber hier geht's irgendwie hoch. Okay. Dann gehen wir da hoch, vielleicht ist das ja wirklich nur dafür. Ja, guck, hier oben ist er doch schon. Wow, und auch eine Schatztruhe. Das war natürlich schön, nochmal hier ein paar Erze und ein Feuerstein. Super, eine Truhe. Uli, viele. Okay, was Neues, ne? Das hat sich ja jetzt wirklich gelohnt hier oben. Da hier nicht noch ein Punkt? Also, ich habe jetzt die beiden gemerkt. Ja, eine links, links ist hier noch einer. Direkt so ein Küsschen hier. Und da. Das ist nochmal eine Schuppe. Wie gesagt, machen muss man es natürlich nicht, aber wir sind immer bei RPGs, sodass sie gerne die Punkte abgehen. Ja, jeder kann ja spielen, wie er möchte, aber ich erkunde halt gerne die Gegend oder wir machen das halt immer gerne, aber hier sieht man, weiß nie, was man findet, diese Punkte. Habe ich jetzt per Zufall, ist ein bisschen versteckt auf der Karte, aber herausgefunden, dass man sich die anzeigen lassen kann. Und man spart ja auch Geld. Ich meine, immer eine Schuppe hat 60 gekostet. Ja, ach, dann haben wir hier eine Rackküste. Das weiß ich auch, wie wir raus, wo wir rausgekommen sind. Ja, wenn wir jetzt. Aber gehen wir direkt nach Kieslingen oder gehen wir erstmal bei diesem Feuer da speichern? Das ist auch das Lager dann, ne? Genau. Auf jeden Fall da erstmal hin. Da so ein bisschen so, da wird ja bestimmt irgendwas passieren. Ja. Wir gehen erstmal zum Lager. Wir haben ein bisschen Magie verbraucht, aber nicht viel. Hier kennen wir uns ja schon aus in der Ebene. Ja, aber das Pferd kann ich, genau, da unten kann ich mir auch ein Pferd holen. Weil vor, da ist es vor das Dorf, wollte ich jetzt ungern gehen, weil das nachher dann schon direkt eine Sequenz triggert. Da
Held an sich kann ja auch relativ schnell laufen. Kommen wir auch bei der Karte schnell vorwärts, übernachten einmal kurz. Wir haben unsere HP voll. Reiten auf dem Pferd ins Dorf zurück mit einem neuen Freund. Genau. Und hoffentlich ist noch alles okay, obwohl ich es komisch fände, wenn, weil die reiten auch direkt dahin und wir gurken ja schon seit 10 Jahren rum. Und der ist eigentlich mit seiner Armee sofort dahin gelaufen. Ja. Ich glaube, hier kann man sich aussuchen, bis wann man hier übernachtet. Wir machen hier eine kurze Rast. Oh, wir haben jetzt 10 Übernachtungen, haben gerade Sterngucker. Also man weiß ja nie, was diese Errungenschaften sind, aber anscheinend schaltet man einige immer per Zufall frei. Ja, hier ist noch nicht ganz genau nachgeguckt, wo die ganzen abgespeichert sind. Also ich weiß, wo sie angezeigt werden, aber du weißt halt nicht, was du machen musst oder was. Mhm. Da steht jetzt nicht, schlafe 10 Mal und dann ist es erfüllt. Sondern, das kann ich euch auch gerne, kann ich euch gerne zeigen, das ist hier bei Verschiedenes und bei Infos und erhaltene Ehrungen, da kann man die sich angucken, von der Story, Kampf, Sonstiges ist das vielleicht hier gewesen, Sterngucker, aber man weiß halt nicht, was man erfüllen muss. Das, ja, da sieht man wieder, ne, also bei RPGs ist ja immer eigentlich mit Guide halt, je nachdem, wenn man halt später alles rausfinden will. Ja. Oh, dann schwingen wir uns mal aufs Pferd und gehen nach Kieslingen, oder eher gesagt reiten nach Kieslingen. Wir fahren natürlich hier die Gurken um. Oder reiten die Gurken um. Wir fahren ja nicht, oh Gott. Kein Gefährt. Ein Reittier. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir auch noch ein, das, womit wir fahren können. Ich meine, wir kriegen bestimmt das Intro, ist ja immer spoilerig, sag ich mal, ja. Der Intro-Trailer hat ja schon gezeigt, dass die auf irgendwelchen Drachen fliegen, also kriegen wir bestimmt noch Drachen zum Fliegen. Insofern kein Spoiler, weil es ja jeder sieht, der sich das Intro anguckt, ja. Selbst ich. Ins Dorf zurück. Da sind wir bei Toni, den kleinen Jungen, im Ladespielchen berichtet. Wirklich immer Infos zu allem, aber ich kann echt nicht so schnell lesen. Das ist Toni doch schon. Ja. Sieht auch alles recht friedlich aus. Eine kleine Bella. Das ist Mama. Unsere Mutter. Gerade die Wäsche rausgehangen. Jetzt sehen wir nochmal was. Ja, wie auch immer, wir haben hier auch einen rosa Punkt direkt angegeben. Vorne vor der Kirche ist direkt der pinke Punkt. Und wir dann nehmen jetzt. Oh, wir hier in Kiesling bekommen nicht oft Besuch. Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt. Auch wenn wir leider keine Herberge sind. Das hast du uns schon vergessen, oder ich? Aber dafür haben wir Petra. Sie war sehr gastfreundlich und ich bin mir sicher, dass ihr bei ihr unterkommen könnt, wenn ihr nicht fragt. Sie wohnt im Osten des Dorfes. Ja, wir sind ja schon so lange weg. Wir waren vielleicht mal 2 Tage weg oder so. Nee, noch nicht mal, also wenn es danach geht. Die wissen schon nicht mehr, wer wir sind. Auf jeden Fall der eine anscheinend. Hast du tief ins Glas geschaut oder so? Ja, da sind anscheinend nicht so bekannt gewesen hier im Dorf. Ja. Aber dann ist nochmal unser Haus hier drüben oder so. Ja, jetzt gehen wir mal auf die Karte gucken. Ja, guck, wir waren irgendwo hier drüben. Ja, genau, das guck, ist das Haus zu Hause, sag ich doch. Das ist Toni. Sandra will immer nur mit Neko spielen, ja. Scheinbar haben hier alle Alzheimer und wissen nicht, dass ich das Dorf verlassen habe, ja. Natürlich ist Sandra mit Neko unterwegs, der ja nicht das Dorf verlassen hat, um nach
Mir fällt der Name der Stadt gerade nicht. Heliodor zu reisen. Aber nee, das ist der Schuppen, das hier ist unser Haus. Ja, guck mal, was die Mutter sagt. Ich habe sie ja wirklich uns vergessen. Is that you, dear? Bist du da, Schatz? Ich koche gerade deinen Lieblingseintopf. Er sollte jeden Moment fertig sein. Du hast sicher einen Bärenhunger, so wie immer. Deckst du den Tisch und ich rühre den Eintopf nochmal gut durch. Wir haben anscheinend echt eine Gehirnwäsche erhalten, ja? Wer seid ihr? Was habt ihr in meinem Haus zu suchen? Na, das scheint euch wirklich... Also anscheinend scheint niemand mehr zu wissen, wer wir sind. Die fackeln nicht das Dorf nieder, aber... Alle scheinen vergessen zu haben, wer ich bin. Nico erklärt Petra, wer er ist. Was redet der für ein Hund? Mein Junge ist 6 Jahre alt. Wen haltet ihr euch? Ihr seid so passend, euch als jemand anderes auszugeben. Wenn ihr auch seid, ich will jetzt sofort aus meinem Haus erschütteln und ich sage euch das noch einmal. Okay. Wie vermutet, wie gesagt, kennt uns niemand mehr. Ja, und ihr Junge ist 6 Jahre alt. Eigene Mutter? Wer soll denn der Junge jetzt sein? Oh, aber deswegen sage ich doch, das ist eine Mini-Bella. Okay. Ich habe das eben aus Veräpplung gesagt, so als ob da so ein kleiner Hund ist, aber selbst die Sandra, die sind ja alle klein. Okay. Gut. Ob hier oben wieder was ist? Da ist wieder was. Immer noch die Flatterfeder. Und auf dem anderen Haus hinten links hat, glaube ich, auch was geglitzert. Ist ja egal, ich gehe jetzt einfach zu. Wir sind ja nicht. Dann links auf ihn. Wo war denn die Sandra? Die sind mit da oben auf dem Haus. Noch etwas. Die Sandra ist inmitten da, wo wir letztes Mal uns auch mit ihr getroffen haben am Abend. Ja, aber sie scheint ja wirklich 6 zu sein. Ja. Da hinten. Guck, ja. Also muss ich ja auch klein sein und 6 Jahre und hier nochmal existieren, also keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das ist. Na, ja, schön, mal dich auch zu sehen. Die hat schon geheult und hat ihr Tuch mal wieder da oben. Ah ja, genau. Mein Kopftuch, das bekomme ich nie von da runter. Ach, das ist ja auch die Erinnerung, wo sie da uns erzählt hat. Ja, das Kopftuch des Mädchens, ja, hat sie da erstmal raus runterholen, ja. Danke. Ich heiße Sandra und du? Aber das kann nicht stimmen. Hey, jetzt kapiere ich. Das ist nicht dein Name, sondern du suchst nach ihm, richtig? Er ist los, um nach Rache zu suchen. Komm, ich bring dich zu ihm. Na, den würden wir ja gerne mal kennenlernen. Genau, Mini-Neko hier. Aber war das die Wurzel, die sich an den Baum benutzt? Ja, ist ja auch wieder so eine Jagdrasilwurzel. Ja, aber war die war doch nicht da, wo wir gegangen sind. Echt? Ja, okay. Das habe ich mich damals auch schon gedacht, das ist ja sowas. Okay, mehr gibt es nicht. Wo sind jetzt die Sandra hingelaufen? Andere Richtung. Da oben, steht sie direkt. Komm schon, wenn ich noch schneller laufe, laufe ich an dir vorbei. Mini Sandra hier, ja. Deswegen sagt der eine auch, die Sandra spielt bestimmt mit Nico, ja. Also, meine Güte, die haben. Was haben sie nur mit unserem Heimatsdorf gemacht? Ja, die haben die anscheinend irgendwie alles vergessen lassen. Oder es ist ja irgendwie die Zeit zurückgedreht. Die sind ja 6 Jahre alt. Vielleicht sind die ja die Bösen und deswegen wollen die, beschimpfen die mich als Lichtbringer hier des Bösen sehr, obwohl die Bösen sind, ja, keine Ahnung. So. Na, da sind wir. Oder sollen wir sein? Was da drüben ist, Nico. Das ist der Evil Twin. Hey, Großvater, kann ich
deine Leiter ausleihen? Der Wind hat Sandra das Kopftuch weggeblasen und jetzt hängt es oben in einem Baum. Hohoho, das können wir natürlich nicht zulassen. Ich schaue mal, wo ich sie hingeräumt habe. Hä? Ich bin der große Bruder, ich sehe dich genau. Wir brauchen die Leiter nicht mehr. Der nette Onkel da hat mir das Tuch heruntergeholt. Hat gesagt, dass er nach dir sucht. Ist er ein Freund von dir? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich glaube fast, der junge Mann sucht eigentlich nach mir. Warum redet ihr beiden nicht los und spielt ein bisschen, während wir Erwachsenen uns unterhalten, hm? Alles klar. Ich kann reden. Der Opa ist schon geschickt. Sieh an. Der Opa war ja auch der, der gesagt hat, dass es der Lichtbringer gibt in den Anhänger später. Du bist es, nicht wahr? Ich wusste ich es doch. Schließlich kenne ich dich, seit du ein Baby warst. Ich wusste sofort, dass du es bist. Aber du siehst nicht allzu glücklich aus, mein Junge. Erzählst du deinem alten Großvater, was dich so bedrückt? Nico erzählt Wacker alles, was sich seit seiner Abreise aus Kriesningen ereignet hat. Ich verstehe. Du kommst also aus einer Zukunft, in der ich nicht mehr am Leben bin. Nun denn. Und König Kaneon ließ dich in den Kerker werfen. Dabei hatte ich darauf vertraut, dass er dir helfen würde. Hätte ich doch nur gewusst, wie sich die Dinge letzten Endes entwickeln würden, dann hätte ich dir alles erzählt und nicht die ganzen Jahre über die Wahrheit vor dir verborgen. Aber deine Zeit ist zu kostbar, als dass du einen alten Mann mein Jammern zuhören sollst. Ich möchte, dass du Folgendes tust. Wie du weißt, gibt es östlich von Kiesling einen Wasserfall. Geh dorthin und grabe im Boden vor dem dreiseitigen Felsen. Hast du verstanden? Der dreiseitige Felsen am Wasserfall bei Kiesling. Er ist nicht zu übersehen. Ach, was für ein Ranker, junger Mann, du doch geworden bist. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich so sehen durfte. Ein Ranker? Ranker habe ich schon gehört, aber auch nicht. Mach mich stolz, mein Junge. Vergeude deine Zeit, dich deinem Groll zu hegen. Geh mit Liebe im Herzen durchs Leben. Ich bin damit immer gut gefahren. Leb wohl. Ach, der Verblass. Gerade sagen, okay. Ich dachte schon, wir haben hier voll die Connection-Probleme und war schon so, oh Gott, der Fernseher zuckt und gleich bricht der Bildschirm irgendwie ab. Okay, Ranke habe ich auch noch nie gehört. Ja, aber der verblasst hier dann einfach, der gehört hier eigentlich auch noch in die Zeit. Ja. Das ist ja nicht. Das ist auch wieder ganz komisch. Ist das jetzt alles nur eine Illusion wieder vom Baum? Ja, das ist ja merkwürdig. Also das muss man ja auch lernen. Und hier ist anscheinend ja auch der Friedhof. Guck mal. Ja. Okay. Rank steht wohl auch im Duden. Ranke? Ja, Rank ist ein Adjektiv, besonders von jungen Menschen schlank und zugleich geschmeidig vom hohen, geraden Wuchs. So, jetzt haben wir natürlich noch was gelernt. Der weise alte Mann hat uns natürlich noch was beigebracht. Wo gehen wir denn jetzt hin in der Kirche? Man sagt krank und schlank, habe ich auch gehört. Aber ja, rank und schlank auch, aber nicht ranker. Ich hatte jetzt auch gedacht, schlanker, ranker. Oh ja, der Kombi, ja, aber ist nur rank, weiß ich nicht. Kam mir jetzt einfach komisch vor. Weißt du jetzt, wo der Wasserfall ist? Ah, warte, Frequenz. Scheint sich noch was zu ereignen. Ja, vielleicht kommen ja jetzt die Ritter und Gefährten. Du weißt ja nicht, ob die schon da waren. Also meines Erachtens hätten die schon da sein sollen. Ja, also zeitlich gesehen auf jeden Fall schon, aber man weiß ja nie. Okay, wir mit unserer Freundin Sandra und Bella verabschieden sie sich noch von uns. Danke, dass du Sandras Kopftuch aus dem Baum geholt hast. Du kannst zum Spielen vorbeikommen, wann immer du Lust hast.
Das ist aber nicht von mir. Die Kinder wissen, dass der schon süß, aber wie gesagt, auch als vom Baum. Okay, es ist auch eine Version wieder. Nee, es ist eine Illusion. Okay. Es war eine Illusion vom Baum. Okay, jetzt sieht man auch wieder, der Baum hat sich aktiv. Jetzt wieder neutralisiert. Okay. Alles in Ordnung? Du warst für kurze Zeit wie weggetreten. Yes. Ich kann es dir nicht verdenken. Anscheinend, ja, das Dorf zerstört. Anscheinend können wir durch die Zeit reisen. Okay, wie gesagt, ich hätte mir auch schon gedacht, dass das Dorf so ist. Ich kann nicht fassen, dass sie so etwas tun würden. Und alles das nur, weil du hier aufgewachsen bist. Was für Bestien sind das eigentlich? Kann man laut sagen, hier ist man noch mal. Alklas und seine Soldaten sind wohl direkt zum Dorf geritten, nachdem du ins Verlies gesteckt wurdest und haben es verwüstet. Ich meine, das macht ja Sinn, aber anscheinend können wir durch die Zeit reisen. Ja. Kaum, dass wir da angekommen waren, ja. Wie du schon sagst, da war ja immer diese Wurzel, die hat dann direkt diesen Event getriggert, damit wir die Info bekommen. Klar, aber, wir sind halt der Bringer des Lichts und Yggdrasil hilft uns ja auch. Unser Großvater hat jetzt uns wieder einen Tipp gegeben, wie es weitergeht. Genau, und jetzt müssen wir mal gucken, ob Sandra und Bella oder ob unsere Mutter noch lebt oder ob alle tot sind. Mal schauen. Hey, als du eben in den Gedanken warst, hat das Mal auf deiner Hand geleuchtet und die Wurzel, die sich um diesen Baum windet, auch. Hattest du etwa wieder eine Vision? Nico erzählt Erik, wie er in Kiesing der Vergangenheit erlebt hat. Sag bloß, du bist also in der Zeit zurückgereist und hast mit deinem Großvater und mit dir selbst gesprochen? Das ist wirklich schräg. Die Wurzel da muss es gewesen sein. Sie besitzt wohl die Macht, dir die Vergangenheit zu zeigen. Nun, wenn es stimmt, was dir dein Großvater gesagt hat, dann sollten wir zu diesem Wasserfall bei Kiesling. Wo hast du gesagt, ist er nochmal östlich vom Dorf? Ja, ist ganz schön ein Happen zum Verarbeiten. Ja, klar. Hör zu, ich weiß, das ist ein harter Schlag, aber hier herumzustehen, das hilft niemandem. Komm, lass uns gehen. Da hat er recht. Ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob wir jetzt nochmal Sandra und alle finden oder... Die Kirche scheint auch so zu stehen. Ja, ist ein bisschen angekokelt, wir schauen mal, es gibt hier... Ich würde sagen, wir gehen trotzdem noch mal gucken. Ja, schauen wir mal. Nach unserem Zuhause und nach den Leuten hier. Entweder sind sie geflüchtet, aber unser Zuhause ist ja anscheinend noch markiert. Es gibt ja auch noch dahin diese rote Tür, die wir damals auch nicht öffnen konnten. Also, ja, aber weiß ich nicht. Letztes Mal werden wir hier nicht gewesen sein. Da sitzt wieder so ein kleiner Chaos. Okay. Der ist jetzt bei uns im Haus. Und wir können noch schlafen wollen. Ja, okay, wir können immer noch Rast machen. Bei unserem Nostalgie-Übernachtung. Auch nochmal bei der Mutter. Schön, alles abgefackelt, doch unser Bettchen ist noch zum Schlafen bereit. Ja, und es gibt auch keine Bücher anscheinend, wenn alles abgefackelt ist. Ja, das. Ja. Wie gesagt, hätte man vielleicht vorher gucken sollen, ob es noch etwas in den Häusern gibt, jetzt in der Vergangenheit. Aber woher soll man das wissen? Und wie das gibt es ja erst seit... Vorher konnte man ja nichts, sag ich mal, kreieren oder herstellen. Red mal mit dem Dicken hier. Der Priester, ich bin ein Wanderpriester. In Heliodor war mir ein schrecklich Gerücht zu Ohren gekommen, laut dem dieses Dorf geschleift werden sollte. Ich eilte hier, um die Soldaten davon zu überzeugen, von ihr vorher abzulassen. Doch wie es aussieht, bin ich zu spät gekommen. Auf König Karnios Befehl hin wurde das Dorf dem Erdboden gleichgemacht, weil der verfluchte Spross der Finsternis hier aufgewachsen ist. Aber hatten die Bewohner Kieslings das wirklich verdient? Wenn man sich die Verwüstung hier ansieht, beginnt man sich zu fragen, wer die wahren Sünder sind.
Zumindest die Kirche ist von der Zerstörung verschont geblieben. Drinnen findet ihr ein Bett für müde Wanderer, um sich von den Strapazen der Reise zu erholen. Nun denn, die Lage mag zur Trostes erscheinen, doch die uralten Rituale spenden uns stets Zuversicht. Treue Anhänger des Gläubigen. Ja, man kann mal wieder eine Beichte ablegen. Wir anscheinend immer noch unser eigenes Bett und da schlafen wir natürlich lieber als in der Kirche. Aber gebeichtet. Das denkt aber, warum die einen nennen mich Bringer des Lichts und die von der vom Königshaus der Finsternis? Also irgendwas ist da doch verdreht. Ja, also wie immer in der Geschichte, man hat halt Angst vor dem Ungewissen und der König will seine Macht halt nicht abgeben, würde ich mal sagen. Oder sie haben halt vor irgendwas Angst. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine Pause. Wir haben ja viel gelernt, anscheinend auch, dass wir immer Sachen oder durch die Zeit reisen können oder vom Baum alte Events in der Vergangenheit gezeigt bekommen. Also war sehr informativ, auch wie gesagt, schöne Story. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also bis zum nächsten Mal. Lady Anne und Neko, macht's gut. Bye bye. Ciao.